mir nach. Ihr solltet das neue Modul gleich ausrüsten. Es macht Jack gefechtsfähig. Oh, das wird ein Spaß. Es stattet Jack mit etwas aus, das ich Blitz nenne. Er blendet und betäubt den Feind. Ist installiert. Also, wie nutzen wir es? Ich zeig's euch. Komm mit. Okay. Schnappt deine Waffe und geh in Deckung. Dann starten wir den Test. Aktiviere Alpha 331. Natürlich, Dave. Also, sagen wir mal, ein Ziel hat es sich in seiner Deckung zu bequem gemacht. Jacks Blitzfähigkeit löst das. Ziel auf den DB und aktiviere sie. Und dann staune. Jack, Blitz benutzen! Okay, erledigt ihn. Testsequenz abgeschlossen. Das könnte nützlich sein. Okay, jetzt nochmal mit mehreren Zielen. Iris, aktiviere Alpha 332. Feindkontakt, Damon. Jack muss zwischen den Blitzen Energie umleiten, sobald er wieder aufgeladen ist. Greif an! Blitz! Oh, zwei auf einmal! Cool! Gut gemacht. Du kannst das wiederholen, wenn du magst. Testsequenz abgeschlossen. Nichts gegen dich, JD, aber Jack ist mein neuer bester Freund. Das freut mich für euch beide. Aber jetzt stellt eure Waffen wieder in den Schrank und verschwindet. Willst du uns loswerden? Oh, es ist euch aufgefallen. Mit den richtigen Komponenten könnt ihr Jacks Fähigkeiten verbessern. Besucht die Waffenkammer, bevor ihr zu Jin geht. Vielleicht könnt ihr euch eine bauen. Oh, wir werden es definitiv durch. Gut, dann kann ich jetzt ja zurück an die Arbeit. Was Damon damit sagen will, ist, dass er sich um wichtigere Dinge kümmern muss. Danke, Iris. Direktheit ist eine von Iris löblicheren Eigenschaften. Woher sie das wohl hat? Wir sehen uns, Bert. Kommt schon, Leute. Kein Problem, macht euer Ding. Komm schon! Hey, Foss! Wie läuft's denn so auf Jins Reservebank?
Spitze! Hat ja nicht jeder Zeit für so Geheimmissionen. Ja? Woher weißt du davon? Das hier ist eine Armee. Und kein Kloster, mein Freund. Ja, okay. Ich merk schon, du hast hier wichtigere Aufgaben wie Maschinen zu boxen. Sparring beenden! Jetzt warte mal, du Arschgeige. Arschgeige? Dell-Theorien? Ich weiß nicht. Sowas wie eine Geige mit einem Arsch drauf? Oder eine Geige, die ziemlich scheiße klingt. Alles klar, fick dich. Machen wir das Ganze hier interessanter. Du und ich, Sparring. Und zwar jetzt sofort. Was soll daran interessant sein, dich zu vermöbeln? Ja oder nein? Bist du dabei? Ich glaube, bei dem, was hier eigentlich verglichen wird, wäre ich irgendwie im Nachteil. Oder auch nicht. Ich lach mich tot. Bist du dabei oder nicht? Sicher bin ich dabei. Komm schon, Mann. Holen wir uns das Jack-Modul und verschwinden. Nein, das wird spaßig. Und wie spaßig fandest du das? Versuch's nochmal, Fass. Komm schon. Die Sache ist die, Fass. Ein Bot taugt zum Sparen. Besiegt dich aber nie. So wurden sie programmiert. Das erklärt aber dein aufgeblasenes Ego. Ist recht offensichtlich. Willst du einen Rat, Phoenix? Ich verzichte. Jin liebt ihre Musterschüler. Aber das hält nie lange an. Siehst du, hat Spaß gemacht. Fick dich! Da der Spaß mit Fass endlich vorbei ist, können wir jetzt bitte das Modul suchen? Muss schon sagen, diese billige Nummer? Echt sauber, Kumpel, echt sauber. Mittag. Da ist die Komponente, die wir uns borgen. Oder stehlen. Na, eher borgen. Für unbestimmte Zeit. Sagen, mir gefällt der neue Track. Ich kann es kaum erwarten, ihn auszuprobieren. Halt dich mit deiner Euphorie zurück. Wir müssen noch in Jins Büro. Ja, Dad hat wahrscheinlich genug Zeit mit dir allein verbracht. Hey, Fass hat seinen Spind aufgelassen. Ein Königreich für eine Stinkbombe. Hey, das reicht. Du musst wegen deinen Kopfschmerzen echt zum Arzt. Das werde ich. Ich verspreche es. Nach dem Gespräch mit Jin. Lassen Sie mich eins klarstellen. Was die Waffe betrifft, teile ich Ihren Optimismus nicht. Das war das erste Mal, dass mir jemand Optimismus vorwirft. Tja, aber Sie wissen, dass auch Ihre Frau gegen eine Reaktivierung des Hammers war.
Ich hätte erwartet, dass Sie Anyas Wünsche respektieren. Ich tue mal so, als hätten Sie das nicht gesagt, um unser beider Willen. Anya hätte gewollt, dass der Hammer... Sie haben kein Recht, über Sie zu sprechen. Wenn Sie meinen, ich will keinen Streit. Sie und Ihr verdammtes Fruchtbarkeitsprogramm... Sie verdanken diesem Programm Ihren Sohn, so wie ich. Ich ehre Anya, ich vergöttere sie. Sie können mir ruhig glauben. In der Frühphase meines Programms kam sie zu mir freiwillig, und zwar beide Male. Dass die Ministerpräsidentin sich der Behandlung unterzog. Wissen Sie, wie viele Kinder ihr Leben verdanken? Sie sollte hier begraben sein, bei den Allvätern. Das Volk braucht sie als Inspiration. Ihre Inspiration war meine Frau. Ministerpräsidentin, Lieutenant Phoenix und sein Trupp. Sollen reinkommen. Ah, Lieutenant. Wie ich höre, war Ihre Mission ein Erfolg. Ministerpräsidentin, ich kann das erklären. Nur zu. Erklären Sie, wann Damon Baird mich ersetzt hat. Erklären Sie, warum der Start eines Hammer-Satelliten nicht meine explizite Genehmigung benötigt. Eine Front, hä? Lieutenant, der Hammer hat uns mehr Leben gekostet als die meisten Armeen, die wir bekämpften. Ihr Vater weiß das so gut wie jeder andere. Ich misstraue nicht den Waffen, Ministerpräsidentin, sondern den Leuten, die sie einsetzen. Der Hammer der Morgenröte wird nicht wieder aktiviert werden. Ah, das wird der Bericht zur Evakuierung von Siedlung 2 sein. Siedlung 2 wird evakuiert? Warum? Aktivität in der örtlichen Grabstätte. Chief Carmine, Bericht. Bitte, ganz langsam. Schicken Sie die 4. Division. Wir übernehmen das Kommando dort. Gehen Sie. Los! James, wir nähern uns. Wo sollen Kate und ich hin? Zum Haupttor. Da soll nichts mehr reinkommen. Mir ist schon klar, dass ich hier das Kommando habe, hä? Und wir werden Carmine im Stadtzentrum unterstützen. Dass wir wieder hier sind. Wir haben unsere Pflicht getan. Find dich einfach damit ab. Abfinden, also? Jungs, jetzt nicht. Cole, wirf einen Blick nach draußen. Oh, shit! Gut festhalten! Raus hier, los, los! Bewegt euch nach! Du bist wohl ein ganz harter, was? Was? Wie läuft's?
Das war der letzte. Danke. Und jetzt holt uns hier raus. Fass, hol Korn! Danke. Tja, schöne Scheiße. Bert, unser Raven ist abgestürzt. Stellst du uns so kaum einen durch? Geht leider nicht. Sein Funkgerät ist aus. Ist er okay? Ich sehe ihn beim zentralen Hub. Er wehrt sich, aber der Schwarm ist überall. Beeilt euch, wenn's geht. Sind unterwegs. Los, Delta, verschwinden wir. Abziehen. Mit dem Konvoi auf Abstand. Ach, Delta, ich wollte hier noch ein paar Runden drehen. Und Vorsicht, Corporal, Sie sind schneller, als Sie aussehen. Delta, Ende. Ein Konvoi! Ja, scheint Lizzie's zu sein, so schnell wie der ist. Sie ist unsere beste Fahrerin. Das Problem dabei ist, sie weiß es. Los, wir gehen durch das Gebäude. Alle zurückbleiben! Sie kommen! Feuer einstellen, Private! Wir sind Gears! Mist, tut mir leid, Lieutenant. Ist nicht schlimm. Was machst du hier? Wir haben unsere DBs verloren und uns hier mit Zivilisten verschanzt. Lizzie, Delta braucht eine Eskorte für Zivilisten. Sektor 8, Wohnkomplex. Verstanden, Delta. Ich drehe ab. Danke dafür, Lieutenant. Kein Ding, Private. Los, Delta. Entschuldigen Sie den irrtümlichen Beschuss, Lieutenant. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind, Sir. Kommt ihr uns abzuholen? Nein, aber ein Konvoi ist auf dem Weg. Heilige Scheiße. Vorsicht da draußen. Roger. Auf geht's, Delta. Siedlungen betroffen.
nicht drum gekümmert. Divis, wir müssen diese Straße sichern. Lizzie? Oh Mann, Schwester! Du bist verrückt! Wie können wir helfen? Räumt die Straße, Delta! Wir stecken sonst hier fest! Okay, ihr habt sie gehört. An die Arbeit! Bird, wir helfen dem festgefahrenen Konvoi. Brauchen gleich Verstärkung. Roger, Delta. Ich leite den Konvoi in eure Richtung um. Phoenix, zum letzten Mal. Ich bin hier der ranghöchste Offizier. Was bedeutet, dass ich Verstärkung rufe? Ja, Sir. Ich werde das regeln. Tot. Erheben Sie sich, Herr Korn. Das ist also der Schwarm, ne? Beeindruckt mich jetzt nicht. Granate raus! Erfahrung gesucht. Und noch ein. Blitz! Keiner macht meine Wagen kaputt. Nur ich mache meine Wagen kaputt. Zentrale. Werfe Granate! Beschützer, sichert diese Straße! Wir werden unsere Pflicht tun, Lieutenant. Wir können keine Zivilisten in die Wagen laden, wenn wir keine mehr haben! Ist frei. Neu gruppieren. Hey, die Straße ist frei. Das Dach aber nicht. Da ist ein Springer. Raketendeckung. Achtet auf die Stacheln. Lasst euch
nicht von ihm erwischen! Das ist für mich! Ergeben Sie sich der Chor! Schießt auf den Bau! Eigenbeschuss! Das war's, wir sind durch. Okay, recht herzlichen Dank. Lizzie, alles klar bei dir? Ja, ich muss nur diese scheiß Rostlaube zum Laufen kriegen und dann die Zivilisten einsammeln. Delta, Karmans Trupp wurde überrannt. Er verschanzt sich mit Zivilisten im Turm. Die werden nicht lange durchhalten, also beeilt euch! Sie brauchen euch in der Zentrale. Los! Du musst durch den Park. Das Tor befindet sich bei der Treppe. Ihr habt sie gehört. Bewegung! Hey, da. Genug Tränchen verdrückt. Hör mal, du hast vielleicht kein Problem, auf Unschuldige zu schießen, ich aber schon. Unschuldig, ha? Unschuldig. Leute, die Brandsätze werfen, sind unschuldig. Gut zu wissen. Alle beide, hört auf damit. Wartet. Ich hab davon gehört. Das wart ihr drei? Nicht drei. Einer von uns hat seine DBs unter Kontrolle gehalten. Was ist denn passiert? Wir haben Aufständische identifiziert und eliminiert. Nein, du hast das Feuer auf Demonstranten eröffnet. In jeder Herde wird mal aussortiert. Ich weiß, wen ich hier aussortieren würde. Was passiert ist, ist passiert. Konzentrieren wir uns lieber auf die Evakuierung. Verdammt, du hast recht. Da vorne ist der Hub. Scheiße, Carmine hat definitiv Probleme. Warum greift auch unsere Condors an? Ja, der ist sicher wegen dem verdammten Swarmic abgestürzt. Jeder Condor, den wir verlieren, bedeutet weniger Verstärkung. Hier geht's durch. Oh shit, ein Hasher. Wenn der in den Hub gelangt, hat Carmine ein echtes Problem. Los! Hey, Larven, schaltet sie aus! Ich sag nur eins: Diese Papa müssen weg! Kann ich gut gebrauchen. Hey Jack, das war die letzte. Delta, Karmines Funk geht wieder. Ich stelle ihn durch. Phoenix,
Ich hab nur noch einen Satz, Debis. Wo zum Teufel bist du? Durchhalten, Sarge. Wir sind fast da. Alle Einheiten, Angriff! Angriff! Scheint, das könnten Cormans Debis immer noch kämpfen. Los! Wir gehen rein. Mir nach. Okay, Carmine ist mit den Zivilisten in diesem Turm. Zeigen wir diesen Debis, wie das geht. Säubert den Platz! Ziel ausgeschaltet! Scheiße, sie sind überall! Nicht nachlassen! Das war's. Carmine, Platz gesichert. Danke, Delta, aber da kommen noch mehr Feinde zu euch. Hey, unser Nachschub ist immer noch da draußen. Also guckt mal, was ihr mit Verts neuen Lancern anstellen könnt. Roger, kümmert ihr euch um die Zivilisten. Wir kümmern uns um den Rest. Oh, was haben wir da? Oh, Granatlancer. Wo zum Teufel nimmt Bert die Zeit her? Hier, ran an die Buletten. Da kommen sie! Okay, Delta, knallen wir sie ab! Und noch ein. Ziel erledigt. Oh, Scheiße! Ein Zeilen! Los!
greifen uns von rechts an! Jo! Irgendwer muss an den Turm! Was ist denn mit dem Häscher passiert, dem wir gefolgt sind? Das musste ja passieren! Zurück! Schießt von weiter weg! Ja, das Ding verschlägt mich nicht! Scheiße, nein! Oh, Scheiße, bin getroffen! Oh, was für ein riesiges Scheusal! Der Platz ist sicher. Evakuierung fortsetzen. Verstanden, Delta. Wir kommen raus. Na schön, evakuierte herhören. Im Laufschritt zu den Minotaurs. Keine persönlichen Sachen, kein Gepäck. Hey, bist du taub? Keine persönlichen Sachen. Carmine. Mann, Sie haben heute eine Menge Leben gerettet, Sarge. Haha, der Madenkiller ist zurück, Baby. Madenkiller, Schwarmkiller, egal. Gerettet von meinen Ex-Schülern. Onkel Clay! Und jetzt muss ich wieder hoch. Hab mir Sorgen gemacht, hast dich nicht gemeldet. Der Funk war tot. Und die da haben mir aus der Klemme geholfen. Ich schulde dir noch mehr, Phoenix. Was jetzt? Ah!
Oh, was zur Hölle. Oh, Scheiße! Schnell, lauf! Haben's abgehängt. Auf zur Absturzstelle! Das Feuer ist im Weg. Wir müssen drumherum. Hier lang! Cardio-Kit. Moment. Eins mit Stim-Technologie. Okay, jetzt kann Jack uns mit Stims durchs Feuer bringen. Zeug. Das hatte ich vergessen. Oh. Okay. Organismen nicht in unserer Atemwolke gefunden. Unbekannten Gegnertyp vermerkt. Okay, Zeit für eine Stim. Scheiße, zu spät! Dell, Scharfschützen da! Knallen wir sie ab! Stimm und flankier sie! Das waren alle. Wenn diese Schar unsere Bots ausschalten kann, halten wir die Siedlung niemals. JD, Del, Markus und ich mussten durch die Wand durch. Der Schwarm ist überall und wir erreichen die Zentrale nicht. Ach, der Funk ist gestört. Hörst du mich, Kate? Wir wurden von Cole, Fass und Carmine getrennt. Lass uns neu gruppieren. Wir treffen uns vor dem Theater. Roger, wir sehen uns da. JD, komm schon, gehen wir durchs Hotel. Da, durch das Ladedock.
Los, hier rein. Yo, Jack, erleuchte uns. Oh, shit. Wir verlieren eine Menge Gears. Phoenix, ich habe es zurück zum Fahrzeug geschafft. Ich werde versuchen, die Leute hier aufzukriegen. Verstanden, Lizzie. Viel Glück. Ein Witz sein? Diese Schar schaltet DBs nicht nur aus, sie verwandelt sie. Wie krass, Mann. Das sollte passen. Den Rest. Noch ein.
kann ich gut gebrauchen. Vernichtet! Okay, das war's. Ich hab genug von diesem Horrorfilm. Wir sollten zum Theater gehen. Sehe ich auch so. Na los. Wir gehen da rein, Del. Mach dich bereit. Mann, wie schnell das vor die Hunde ging. Hey, Cole, Fast, Karma. Ob es Ihnen gut geht? Hoffentlich. Los zu Kate und Dad, dann können wir uns um die anderen sorgen. Nicht da lang.
Hier lang. Ganz sachte. Was zur Hölle ist das? Scheiße, sie sind wach! Ich brauche hier sofort Hilfe! Ich verblute hier! Keine Panik, ich hab's. Ausgeschaltet! Hey, die, da kommt noch mehr von links! Komm jetzt von der anderen Seite! Guter Assist, Jack! Zielt auf das Alteis! Das ist der letzte. Okay, geh mir. Diese Dinger machen mir Angst. Das ist der letzte.